Ich weiß nicht, ob du gucken kannst. Guck mal da in den Pool. Guck mal in den Pool, bitte, Ayo. Guck mal dahin. Guck mal kurz in den Pool. Siehst du diesen Blutfleck da im Wasser? Siehst du den? Drin jetzt. Nein, weißt du, wer da gerade ist? Möchtest du hier Erwins Hotlap streamen? Ja, kleine Späße. Da drinnen, guck mal, genau hier drinnen, die sind Piranhas, die siehst du aber nicht. Und wir haben ja ein Piranha-Becken, verstehst du? Und jeder, der hierher kommt, und respektlos redet, der landet im Piranha-Becken, verstehst du? Okay, nee, ich will da nicht rein. Guck mal, wir sind mit dir noch korrekt umgegangen, wirklich. 100%. Bist du am Anfang so komisch gekommen, deswegen wollte ich mit dir nichts zu tun haben. Ich mag keine Leute, die sich so verhalten, weißt du, die keinen Respekt haben. Ich hab Respekt, aber nur jetzt, wenn mein Respekt zu mir ist, weißt du. Und wenn du kommst mir jetzt, du kommst mir da mit einem, der hat so eine Dings hier, Alien-Maske in der Rücken, der kommt zu mir, der sagt, du hast ihn beleidigt. Ja, aber das ist derjenige, den du gestern als betitelt hast. Tut mir leid, Jani, was sagst du denn so einem, du siehst ihn auf der Straße mit Alien-Maske, der sagst du zu ihm, oh, das ist ein Mann, den muss ich ernst nehmen, ich krieg doch dein Herz, Jani, bitte. Jani, guck doch mal bitte. Jani, wie soll man bitte? Ich krieg doch bitte. Guck doch selber immer 10 Sekunden und versuch nicht zu lachen. Ich bekomme, wo ich sowas nie wieder jagen. Ich will Was willst du jetzt sagen? Ja, was sagst du jetzt dazu? Oder sein Kopf ist so hohl, das hört sich einfach an wie im Wohnzimmer, wenn der lacht. Wallah. Ich sag dir ehrlich, weißt du, wie viele Babys in meinem Kopf sind? Du kannst jetzt mit Rose zusammen bei Ayo um seinen Segen bieten. Jetzt hast du die Chance, mein Bruder. Wo ist Jürgen? Hallo, Rose. Aber ich muss ja Ängste machen. Es ist viel passiert, Rose. Also, ey, mach das mal. Was ist passiert? Okay, warte. Ja, ich wurde gestern von einem Alien angegriffen am Stadtberg, dann habe ich den beleidigt, auf einmal der ist im Mafia drin. Ich wusste selber nicht. Von dem? Ja. Was durch? Okay. Deswegen. Und jetzt? Jetzt, die wollen, ich muss erstmal warten, bis die Alien entscheidet sich und verzeiht mir und dann gibt's ein Ende. Ja, ich verzeih dir, Habibi. Okay. Ja, Mann, ich hab verzeiht. Okay, danke. Wir machen später Date in deinem Auto. Okay, warte, egal. Also, wenn die Debatte mit mir geklärt ist, dann klären wir die Debatte jetzt mit Jürgen und Ross. Okay. Ayo. Ja, Habibi. Guck mal, Kurban. Ja. Ich bin Azrael. Salam alaikum. Guten Abend. Ich bin anscheinend der Älteste unter diesen Jungs hier. Und bei unserer Tradition macht man das so, der Älteste geführt so ein Gespräch, okay? Warum hast aber du denn jetzt 10 Minuten lang, Jani, warum warst du rush? Was? Warum hast du nicht von Anfang an geredet? Ayo. Ja. Es gibt Sachen, da hat man zu schweigen. Und deswegen war ich ruhig, Kurban. Der Bruder hinter mir, hinter dir, er gesagt, mein Bruder Jürgen und dieses Mädchen hier, meine Schwester Rose, haben sich hier in Dortmund anscheinend gesehen, er gesagt, gesucht, gefunden und verliebt. Aber Kurban, bei uns sagt man, es gibt nichts Schlimmeres auf dieser Welt, zwei Liebende voneinander zu trennen, okay? Gib dem Standort. Und wir, als das Autohaus, sind so respektvoll und stehen heute vor dir. Die Autohaus. Da du ihr Vater bist. Ja, wir sind Autoverkäufer, scheiß da drauf. Da du ihr Vater bist, stehen wir heute vor dir. Bruder. Und fragen dich, Kurban, in Anwesenheit von all meinen Brüdern und Marcel, Gott. Komm her, komm. Und unserem Glauben. Ja, Bruder. Ja, ich hab Traum. Erlaubst du? Ayo, wie heißt der Nachname? Ayudin, Ulike, Selete, with my woo. Ich sicher, meine Räume. Ayo, Ayudin, Ulike, Selete, is my with my woo, is mein Name. Wenn du willst, meine Tochter haben, dann musst du auch meinen Nachnamen richtig aussprechen, komm, bitte. Komm, ja? Mach dich, Ajay. Okay, warte. Schaffst du es, mein Bruder. Warte, langsam. Hey. Sag nur mein Oberteil anziehen. Sag langsam. Was ist jetzt los? Sieh dich mal an, hallo. Sag, was machst du da? Sag langsam. Was macht die hier? Sag bitte nochmal, langsam. Kannst du sagen einfach Ayudin, Ulike? Ayodel Olege. Okay. Frag ich dich, Ayodel Olege. Und du hast das dagegen, als wenn diese zwei wunderschönen Menschen den Weg der Liebe einschlagen, Kurban. Stopp! Orialan. Stopp! Ja, Ayodel. Wieso stopp? Ey, so leise. Sag nichts Falsches. Hör zu. Pack mal mit, bitte. Ich will dir was sagen. Nein! Nein! Entspannt. Hör zu. Ayo. Ich werde das nicht akzeptieren. Resilik. Bin ich hier, Dings hier, Jungs. Mal kurz ruhig. Ja, das ist auch nicht einfach. Aber was ist denn los, Bruder? Was ist los? Sag mal bitte. Meine Liebe zu Rose hat kein Ende genommen. Was für Liebe zu Rose, bitte. Jeden Tag, du liebst eine andere. Hier bist du eine andere Tag dann in dieser Stadt. Ich küsse doch dein Herz. Ich respektiere. Charlie, ich bitte, dass deine Jungs mich ausreden lassen. Hey, lass mal bitte den Marcel kurz ausreden. Schon mal wissen, was er zu sagen hat. Ich werde nie das Glitzern in deinen Augen vergessen, Rose. Gute Nacht, Kuschel. Ey, Hallo, hallo, was machst du denn da? Wer hat denn da? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Was machst du denn? Warte mal kurz, Bruder. Alles gut. Ja, ja. Alles kaputt, hab ich das gemacht. Nein, lass ihn mal reden. Der hat sein Recht zu quatschen. Lass uns zuhören, was dieser
Mona einfach zu sagen hat. Wir sind doch keine Unkorrekten. Wir hören doch jeden zu, wenn er redet. Lass ihn mal bitte ausreden. Rede, Marcel. Schieß los, Marcel, schieß los. Wie du mich damals angeschaut hast. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum du dich für Jürgen entschieden hast. Weil ich besser aussehe und größer und Pamela. Ja, Jürgen, vergiss nicht, was du zu mir gesagt hattest, Jürgen. Was waren deine Worte zu mir, Jürgen? Sag's doch. Wenn du, was meine Worte waren, wo ich wenn du ein Mann bist. Das waren meine Worte. Was waren deine Worte gegenüber mir? Was waren deine Worte? Deine Worte waren gegenüber mir. Das waren jetzt deine Worte. Ich sag ehrlich jetzt, also ich dachte jetzt hier, wird so ein bisschen seriös und so mit der Mafia, aber ich bin GZSZ hier genannt. Alles gut, hör zu. Abo, wir sind immer noch Autofahrer. Ich will dir nur eins sagen, Ross. Wenn es das ist, was du willst, dann stehe ich hinter dir, gar kein Problem. Ich hinter dir, du hast keine andere Wahl, der Vater steht hier und er gar kein Problem. Gar kein Problem. Ich möchte dem Vater nur eine Sache sagen. Ich war in deine Tochter von oben bis unten verliebt. Typisch dafür. Ehrlich. Was meinst du von oben bis nach unten? Aber ab heute werde ich es nicht mehr. Ayo, ich liebe deine Tochter. Guck mal, du weißt, das ist sehr, sehr teuer, eine Hochzeit, alles drum und dran. Ja. Ich habe das eingesehen. Ich habe lange Tage mit Rose auch geredet. Ja. Ich habe auch gestern unabhängig von dir schon mit ihr, nee, vorgestern war das, ne? Mit ihr geredet. Ja. Guck mal, ich sag dir ehrlich, für 10 Millionen kannst du die Hand von meiner Tochter anbieten. Ja. Warte, stopp. Ich will was sagen. Stopp. Marcel, Ayo, Jürgen, bitte. Jürgen, geh mal bitte einmal neben Rose hier, bitte. Rose, kannst du mal bitte in die Mitte kommen, bitte. Rose, komm mal bitte in die Mitte, weil ich hab... Mitte von allen? Weißt du, ich will kurz was sagen. Rose, guck mal, ich will eine Sache sagen. Wir reden hier nur unter Männern, aber wir haben vergessen, dass hier auch eine Frau anwesend ist. Und natürlich lassen wir Frauen, weil wir Frauenrecht, weil Frauen bei uns auch Rechte haben und sehr viele Rechte haben. und mehr Rechte haben als Männer. Warum lacht ihr? Als wäre das so nichts, was selbstverständlich ist. So, ja, die haben bei uns, auch die haben bei uns. Rose, du hast nicht einmal etwas dazu gesagt. Was hast du denn zu der ganzen Situation? Du hörst Marcel, du hörst Jürgen, du hörst deinen Vater, aber keiner hört dich. Was sagst du dazu? Die hätte ja auch, ich hab die noch nicht gefragt. Jetzt darfst du reden. Ich würde mich freuen, wenn mein Papa das akzeptiert. Wie ist akzeptiert? Was meinst du? Dass ich mit Jürgen zusammen bin. Für 10 Millionen könnt ihr eine Hochzeit machen. Ich kümmere mich um die Hochzeit und dann. Kalas! Wir können ja auch eine Spitze sein. Jo, Bibi. Machst du das für mich? Ja, nun mal mach ich das für dich, Bruder. Du bist mein Bruder. Ich hab keinen Sieb der Welt, den ich nicht im Mund nehmen würde für dich. Das ist Bruder, Liebe. Was soll man machen? Ja, nun mal, Bibi. Was ist hier los? Natürlich, I love you. Was sagst du dazu, Ayo? Bist du damit einverstanden? Wie gesagt, ich bin einverstanden, wenn wir uns einfach gegenseitig... Ich bin ein Hund, wenn ich jetzt nicht 10 Millionen hole, ich bin gleich wieder da. Wenn wir uns... Du hast kaum Millionen. 15 war die Rede, ne? Nein, war die Fresse. 15 war die Rede, aber ne? Aber nein, wir haben uns. Du hast 10 gesagt, 10. Ich weiß, was ich mach doch mit, wärst du schlau jetzt? Wärst du ein wirklicher Businessman und Autoverkäufer, hättest du gesagt, okay, 15, 2, 5, komm an mich. Aber machst du doch trotzdem 2, 5 minus, du Fisch. Ja, was? Was wie wäre 2 5? Ja, und aber dann habe ich 10 Millionen sagst, wenn du 10 Millionen sagst, dann auch auf 15 gehst und sagst 2 5 kannst du selber behalten, dann macht er doch 2 5 trotzdem mehr Minus. Bro, macht er Minus? Er kriegt die doch, Marok, er kriegt die doch von Jürgen. Ja, aber das geht nicht ein. Lack das Geld von Jürgen, das ist unser Geld, du Idiot. Der was Typ, Alter. Denkt ihr nicht, der hat eigene Konto und Fashion? Ich hab jetzt keine eigene, wir sind eine Familie, auch eigene Familie. Wie eine Firma, Bruder. Ach so, eine Firma seid ihr, okay. Ein Unternehmens. Sag mal bitte, Ayo, was sagst du denn jetzt dazu? 10 Millionen willst du haben, oder was? Für 10 Millionen und vielleicht auch so, Jani, weil guck mal, jetzt, man hat viele Feinde in der Stadt, ne? Ich bräuchte vielleicht noch die ein oder andere Langwaffe. Das ist für euch ja nichts Großes. Nein, guck mal, das ist doch für euch nichts Großes, ja? Warte, guck mal, ich hab Feinde, wollt ihr nicht, dass der Papa von Dings kann sich beschützen? Du hast doch uns, du gehörst doch auch mal, du hast Marcel, du hast uns, du gehörst da ist ein Alien hinter mir, wer soll mich beschützen? Ich küsse dein Herz, bitte, deine Verhundin, der rennt weg. Ich küsse dich, bitte. Unterschätzt dieses Alien nicht hinter dir, Ayo. Der hat mehr drauf, als du denkst. Ja, ja. Unterschätzt ihn besser nicht. Nur weil er hier etwas vom Mars kommt, heißt nicht, dass er ein Schwächling ist. Okay, yeah. Gut, dann nur 2. Ich wollte 5 einfordern, 2 Stück sind okay. 2, was 2? Hier ist mein Langwaffe. Ross, gib dich später. Ich steck dich meinen Finger in den Hals. Was?
zwei Langwaffen und 10 Millionen und dann wir planen die Hochzeit und es wird eine wunderschöne Fest. Hey, du hast gerade, das laberst du da. Du hast gerade 10 Millionen gesagt. Ja, ich meine ja, 10 Millionen und zwei Langwaffen. Ah nein, wir machen so, mein Onkel, eine Stadt weiter, mein Onkel hat einen Hochzeitssaal, wir sparen uns den Hochzeitssaal. Dann gehst du runter mit von zwei Langwaffen und dann sind wir gekürt. Er sagt zwei Langwaffen. Was haben die Autoverkäufer denn bitte mit Langwaffen zu tun, Kurban? Genau. Oder ihr rennt hier mit Dings, mit Bandanas rum, was wollt ihr mir sehen, Autoverkäufer? Warum Bandanas, Kurban? Das meine... Als würde ich Dings bei VW-Shop reingehen und die haben der Bandanas und Stummen erhoben. Wir wollen die verherrschen, spürst du euer Herz? Ganz kurz, lass mich dir einen brüderlichen Rat geben. In der Liebe haben Waffen nichts verloren, Kurban. Und ihr liebt euch jetzt alle, oder wie verstehe ich das? Nein, die zwei lieben sich und du kannst... Wolltest deine Tochter wirklich für Metall verkaufen? Da kommt ein Geld, Junge. Papier und Metall, nicht nur Metall. Eine wenigstens. Ich bin der Sohn. Ich weiß eher, wie diese Lampen hier. Ich halte mein Wort, Ayo. Familien machen für diesen Betrag 3 Tage Krieg und blasen sich gegenseitig um innen ein. Jürgen, das weißt du doch jetzt nicht ernst, oder? Was nicht ernst? Jürgen kämpft für seine Liebe. Das ist sein Hack. Er will 2 AKs und 10 Millionen. Ja, komm, Khalas, okay, kein Problem. Was? Ich bin direkt in den Arsch. Mach mal Pledge. Okay, pass auf. Wisst ihr was? Ich will nur das Geld und eine Langwaffe. Khalas, Tamam, ich will mich nur selber schützen. Keine Langwaffe. Okay, keine. Okay, keine. Wisst ihr was? Guck mal, ich sag euch ehrlich, ich wollte niemals so... Lasst mich mal einmal ausreden. Ich wollte niemals so gierig sein. Ich wollte nur 10 Millionen geben, aber Marcel Harris spammt mich die ganze Zeit mit SMS zu, der sagt, nimm noch Langwaffe, zieh noch Langwaffe. Entspannt euch, Mann, und spaß! Chill doch mal, entspannt euch. Wartet mal. Wenn ich ein Handy habe, bin ich der größte Hurensohn. Durchsuchen. Wenn ich ein Handy dabei habe, durchsuchen. Komm. Ich hab kein Handy dabei. Marcel, du Alpingsan. Also. Kannst du keinem erzählen, Alter. Ich bin Marcel, du sagst. Akzeptierst du das? Das ist meine Hand. Jetzt übertreibt doch solche noch ein Blasen. Nein, das ist mein Job. Warum denn? Das ist doch. Du musst doch auch. Komm her, Charlie, erküsst du mich. Bitte schön, ich bin der Sohn. Halt deine Hand runter. Guck, okay. Mein Sohn hat geküsst. Gut, Rose, bist du damit einverstanden? Möchtest du die überhaupt? Sonst ich verzichte auf die 10 Millionen. Mir geht es nicht aber um Geld. Aber du weißt, die 10 Millionen gehen direkt auf die Hochzeit. Er macht die Hochzeit. Ich mache Hochzeit, ich mache alles. Richtig. Ich kaufe Hochzeit 20 Euro Plastikstühle mit ein bisschen Einweggrill und das war's, Bruder. Geld stecke ich ein. Eine ganz große Hochzeit, wo alle eingeladen sind. Ja, ich mache richtig. Nobel-Hochzeit, Alice, mit dem und Frank West. Hör mal zu, was denkst du, wer macht Hochzeit? Das ist fast ohne Boden. Ja, natürlich. Dankeschön. Alles, ich kümmere mich drum, natürlich. Danke. Dann übergebe ich dich hier mit dem Koffer. Warte, Rose. Ja? Du weißt, ich bin auch... Ich kann verzichten auf das Geld. Mir geht es zwar finanziell nicht gut, aber wenn du sagst, du möchtest das nicht, dann scheiße ich auf das Geld und auf alles. Und auf die Hochzeit. Das glaubt dir doch kein Mensch. Boah, ja, der lügt. Mir geht es nicht um Geld. Geld ist nicht alles. Ja, würdest du mich dann auch ohne Geld einfach geben? Warum willst du da nur 10 Millionen? Ja, Geld ist nicht alles. Warum kriegst du jetzt rein? Ich dachte, es geht nicht um das Geld. Ja, geht nicht um Geld, aber wer soll deine Hochzeit bezahlen? Willst du auf Plastikstühle feiern? Aber nach wo willst du denn feiern? Sag mal. Ja, ihr seid doch froh, dass dein Vater noch will dir eine Hochzeit machen. Sag mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch versteht, ja. Okay, jetzt verstehen wir uns sowieso. Gib mir das Geld. Was ein Kleiner. Ich zieh kurz nach, eine Sekunde. Wir haben 10 Millionen einfach, Bruder! Woher? Der hat wirklich gemeint, seine Handy. Okay, wir sind soweit fertig. Okay. Charlie, danke dir vielmals. Ja? Hey, Rose, du kannst Jürgen gerne meine Nummer geben. Jawohl. Und du kannst dich auch trotzdem gerne melden, wenn du willst. Ja. Und wenn du was Probleme hast und was haben willst, du weißt, ich bin trotzdem da. So, nein, für Probleme geht sie zu Jürgen, mach dir keine Sorgen. Ich aber vielleicht, schon, die haben Stress miteinander. Wir wollten den Bumsen, Bruder, der ist mit 10 Millionen rausgegangen. Also warte mal, wenn du meine Tochter hast, ja, und die heiratet, willst du dann auch, dass du nie wieder was mit der zu tun hast und die sich nicht an dich widmen kann, wenn es Probleme gibt? Doch, du hast mich falsch verstanden. So habe ich das nicht gemeint. Ich meinte damit einfach, dass du sie nicht mehr unterdrücken sollst. Weil ich habe das Gefühl, dass sie immer unterdrückt. Niemals habe ich das gemacht. Nein, er war eigentlich ein guter Vater. Das habe ich dir jetzt schon 10 Mal gesagt. Das habe ich nicht gemacht. Okay. Ich bin auch nur ein Mensch. Da habe ich falsch gedacht. Tut mir leid. Ayo, komm, wir bringen dich dahin. Komm mit. Ich frag mich gerade, wie ich entstanden bin. Guck mal, da sag ich mal tschüss. Komm, hat der Geld, der kennt uns nicht mehr. Guck mal, komm, hat der Jungs, Geld, der kennt uns nicht mehr. Jungs, wäre schön mit euch, ich sag euch ehrlich. Macht, was ihr wollt. Ich komm in ein paar Monaten, ich adoptiere jetzt 3 Töchter. In ein paar Monaten komm ich nochmal, vielleicht nochmal irgendein Idiot verliebt sich hier von euch.
Nein, ich weiß, wenn du. Ich werde dich niemals vergessen, ja? Ich werde dich niemals vergessen, wie du mich als Hundi schon beleidigt hast. Korrekt, du hast mich doch versehen jetzt. Was sagst du denn? Warum holst du jetzt alte Kamelin raus, bitte? Ich verzeih dir. Aber ich will eine Nacht mit dir haben. Du kannst meine Eier massieren heute im Hotel, wenn du willst. Ja, ich schwöre, ich kann. Ja, es war klar. Mann, Hendo, geh weg vom Automaten, du Bitches! Hast du gib mir diese 10 Millionen in diesen Koffer, gib mir diese 10 Millionen. Gib mir den Koffer, ich möchte nicht sterben. Warum wollt ihr das Geld haben? Hallo! Ey, Jürgen, was ist hier los? Ich hab keine Ahnung! Oh nein! Alles gut, Jungs. Ey, Jungs, entspannt euch. Der junge Mann hat kein Geld mehr in seiner Tasche. Ey, Jürgen, denkst du, kannst du verarschen? Nimm meine Eier, mein Geld kriegt ihr nicht, ihr Eier! Habt ihr verstanden? Ich will dein Geld, Bitches! Für 100.000 mach ich mir die Mühe nicht! Ja, was soll ich machen? Soll ich Geld drucken oder was? Ich hab doch kein Geld am Anfang! Woher soll ich wissen? Am Anfang, Chuchi! Woher soll ich das jetzt haben? Woher soll ich das Geld denn holen? Lotten, komm mit mir, Mann! Okay, warte mal! Ey, Lottenkopf! Yo! Ja, Homie. Ey, Lockenkopf, erklär mir, warum dieser alte Sack in diese Bank gekommen ist für 100.000. Mit einem Koffer. Sagst mir jetzt die Wahrheit oder ich schneid dir eine Glatze, du Bitches. Bitte, Jungs. Zu. Der Mann hat kein Geld gehabt. Wir wollten ihm gerade ein Bankkonto. Hör auf, bitte, schieß doch nicht auf ihn. Bitte, entspannt euch doch mal, Jungs, bitte. Sag mir das. Jungs, wir haben kein Geld. Jungs, bitte. Mit Koffer in die Bank ohne Geld? Ich hab doch 100.000 im Koffer. Weißt du, wie viel Geld 100.000 sind? Wie viel soll denn sonst im Koffer sein? 10 Millionen oder was? Verrückt. Wie viel soll denn in so einem Koffer reinpassen, du Vollidiot? Das sind doch 100.000. Keiner sagt Vollidiot. Keiner. Was? Egal, wir haben Geld gesaved, immerhin. Bruder, Jürgen, komm.